Ich möchte an der Stelle weitermachen und nochmal drüber sprechen, was denn zukunftssichere Notizen sind. Jetzt haben wir oft vom Zukunfts-Ich gesprochen oder ich habe oft von meinem Zukunfts-Ich gesprochen, an das ich ja ganz viele Notizen richte offensichtlich. Ich glaube, dass wir mit einem ganz zentralen Prinzip da gut weiterkommen, nämlich dem KISS-Prinzip. Keep it simple, stupid. Denn wenn wir ein sehr komplexes System uns aufbauen, um unsere Notizen zu machen, dann sind wir auch ein Stück weit immer darin gefangen, weil natürlich ein komplexes System auch viel Aufmerksamkeit erfordert, um damit zu arbeiten. Und genau das ist ja nicht das, was wir wollen, wenn wir Notizen über fachliche Texte verfassen oder uns Gedanken hingeben möchten, über die wir selbst nachdenken wollen. Dann sollte unsere kognitive Kapazität dafür reserviert sein und nicht dafür, unser Notizsystem jetzt irgendwie richtig zu bedienen oder da keine Fehler zu machen. Das heißt, Keep it simple ist tatsächlich so ein Ding, was sich da lohnenswert herausstellt. Und in Anlehnung an diese ganze Open-Geschichte, an dieses Open-Movement, plädiere ich sogar dafür, dass man Notizen als reinen Text, also als .txt-Datei abspeichert. Oder wenn wir noch drüber hinausgehen, kommt gleich, denn das TXT-Format ist tatsächlich das einfachste Format, um Text, geschriebenen Text, also Sprache, wenn man so möchte, festzuhalten, abgesehen natürlich von einer Sprachnotiz, die aber dann wieder schlecht durchsuchbar ist und so weiter. Der Punkt ist aber, Text ist jetzt vielleicht ein bisschen unsexy oder altbacken. Es ist aber doch so, dass trotzdem das irgendwie ein Dateiformat ist, was ja seit über 30 Jahren lesbar ist und sicherlich auch noch weitere 30 oder noch länger Jahre lesbar sein wird. Das Schöne ist, man kann Textdateien, also reinen Text mit ein paar kleinen Add-ons viel besser strukturieren und lesbar machen, nämlich mit Markdown oder wie die Endung dann heißt, .md, also Markdown. Das sind immer noch reine Textdateien, die sich mit jedem x-beliebigen Texteditor öffnen und bearbeiten lassen. Sei das jetzt das Notepad auf Windows, sei es der Texteditor unter macOS, im Linux weiß ich leider nicht genau, wie die entsprechende App dort heißt, aber man kann das wahrscheinlich sogar im Terminal, also auf der Kommandozeile bearbeiten und editieren, wenn man denn möchte. Das heißt, Markdown ist so eine sogenannte Auszeichnungssprache. Das heißt, ich kann dort mit einer relativ einfachen Syntax über bestimmte Sonderzeichen Formatierungen vornehmen. Und das Ganze geht nur über die Tastatur und kommt ursprünglich so aus dem Bereich Bloggen oder Schreiben fürs Netz. Denn man kann aus solchen Markdown-Dateien sehr schnell und sehr einfach HTML-Code erzeugen. Also genau das, was im Internet uns allen angezeigt wird. Als Blogartikel, Blogbeitrag, Nachrichtenseite, was auch immer. Also da kommt das Ganze her diese Texte werden eben durch relativ einfache Sonderzeichen ausgezeichnet. Also man kann mit einem Raute-Symbol eine Überschrift definieren, man kann mit Asterisken, also mit diesen Sternchen, kann man Text fett markieren oder so. Da gibt es dann leicht variierende Versionen oder Varianten von Markdown. Im Großen und Ganzen ähneln die sich aber sehr. Und wie das funktioniert, das würde ich euch jetzt gerne einmal zeigen. Auf der linken Seite ist mein Editiermodus. Hier kann ich also Text hineinschreiben. Ne, das sieht man an dem blinkenden Cursor. Und auf der rechten Seite sehe ich das dann in Vorschau-Modus, also in so, wie es dann am Ende aussieht. Und ihr seht, das ist sehr ähnlich. Man kann eigentlich auch den linken Text sehr gut lesen. Aber es sind so ein paar Kleinigkeiten drin, auf die ich euch gerne aufmerksam machen würde, die zeigen, wie Markdown eigentlich funktioniert. Nämlich, wir haben hier dieses Lattenkreuz, heißt, glaube ich, das Symbol auch ganz offiziell in der Typografie. Damit kann ich Überschriften definieren. Und wenn ich ein Lattenkreuz mit einem Leerzeichen hinschreibe, dann habe ich Überschrift Nummer 1, also die größte Überschrift. Wenn ich hingegen zwei Lattenkreuze mache, dann habe ich Überschrift 2, ist dann eins kleiner. Und wenn ich mehr Lattenkreuze hinzufüge und dann beobachtet mal die rechte Überschrift hier im Vorschau-Modus, wird die immer kleiner, weil es dann Überschrift 3, Überschrift 4, Überschrift 5 ist und irgendwann wird es dann zu normalem Text, weil das in dem Markdown, so wie es hier definiert ist, nicht mehr weiter vorgesehen ist. Das kann ich also machen. Ich kann Text fett markieren, indem ich dort zwei Sternchen um den Text schreibe. Ich kann das mit einem einfachen Sternchen kursiv machen. Also es wird hier kursiv. Und ich kann in dem Fall jetzt in dieser Software mit zwei Ist-Gleichzeichen Text farbig markieren. Ich kann Listen anlegen, ich kann nummerierte Listen anlegen, ich kann sogar Fußnoten draufschreiben, die dann im Vorschautext auch als Fußnote auftauchen und anklickbar sind. Das heißt, mein Editor springt dann nach unten zu dieser Fußnote. Und hier gibt es dann auch den Zurück-Button, sodass der Editor wieder nach oben springt. Also ich kann dann so in meiner Notiz auch sehr gut navigieren, aber wenn sie denn mal etwas umfangreicher sein sollte und tatsächlich auf Fußnoten angewiesen ist.
Für alle diejenigen unter euch, die euch da mal mit Software-Code arbeiten, kann man auch Codeblöcke einfügen, die dann in einem Monospaced Font angezeigt werden, also in einer Schriftart, bei der jedes Symbol gleich breit ist, damit man eben auch Software-Code gut lesen kann und gut sauber darstellen kann. Ich kann Zitate formatieren, indem ich hier so ein größer als, kleiner als Zeichen hinpacke und so weiter. Und das Ganze kann ich direkt live editieren, jetzt in dieser Software, und kann das einfach hier oben hinschreiben. Ne? Das hier ist ein Text in, machen wir das fett, Markdown, tippen sollte man können. Und diese Liste kann ich erweitern. So, und dann schaut das direkt wunderbar aus. Es gibt für Markdown wahnsinnig viele Plugins, Add-ons, mit denen man dann, man muss das natürlich ein bisschen dann coden, also programmieren, wenn man so möchte, mit dem man auch Graphen und Schaubilder darstellen kann. Das würde jetzt für heute viel zu weit gehen, aber die Auszeichnungssprache ist einfach super flexibel und sehr einfach zu lernen. Also es sind diese wenigen Beispiele, mit denen man, glaube ich, 99% aller Fälle, was wir in Fließtext brauchen, abdecken kann. Ne? Überschriften, Aufzählungslisten, vielleicht mal Fett- oder kursiven Text oder auch mal was farbig markieren. That's it. Das ist im Grunde alles, was wir für Markdown brauchen. Und das halte ich für sehr sinnvoll, weil das auch tatsächlich ein Format ist, auf das sich inzwischen sehr viele Software versteht und mit dem man relativ einfach auch in andere Formate das Ganze überführen kann. Also es gibt dann, und ich gebe zu, jetzt wird es ein bisschen technisch affin oder auch nerdig, es gibt dann Tools, mit denen man Markdown auch in Word-Dokumente überführen kann. Dann muss man natürlich eine Word-Vorlage definieren, in der dann diese Absatzstile schon, also diese Formatvorlagen nochmal definiert sind. Aber dann kann ich aus dem Text, den ich euch jetzt hier zeige, kann ich dann auch direkt in ein Word-Dokument im Corporate Design meiner jeweiligen Organisation kopieren. Also das geht. Man muss sich natürlich ein bisschen einarbeiten, aber mit Hinblick auf das, wie nachhaltig das eigentlich ist, finde ich, ist es das auf jeden Fall wert. Und wenn man das Gefühl hat, man müsste sich hier etwas zu sehr einschränken, dann kann man sich auch nach einem anderen Editor umschauen, der zum Beispiel ein What You See Is What You Get Editor ist. Also der ähnliche Word funktioniert, ich schreibe was ein. Oder wie dieses Pad, was wir vorhin in der Reflexionsphase benutzt haben, wo ich Text markiere und dann über ein kleines Menü mit der Maus auswählen kann, das soll jetzt Überschrift Nummer 2 sein, das soll Überschrift Nummer 3 sein, hier brauche ich eine nummerierte Liste oder auch eine unsortierte Liste. Das ist also diese Auszeichnungssprache, auf der diese Software basiert. Und diese Software heißt Obsidian. Obsidian hatte ich euch ja gebeten, in der Beschreibung dieser Multimedia-Werkstatt herunterzuladen und zu installieren. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ihr alle diese Software einmal öffnen dürft, sofern ihr sie installiert habt. Wenn ihr sie nicht installiert habt, ist es auch nicht weiter schlimm. Denn dann könnt ihr einfach hier weiter auf eurem Bildschirm schauen und mir zugucken, wie ich euch das jetzt zumindest so im ganz schnellen Ritt einmal zeige, was diese Software alles kann. Und später gehe ich dann auch noch mal kurz darauf ein, warum ich das eigentlich für so sinnvoll halte. Also das ist, wie gesagt, diese Benutzeroberfläche. Man hat hier diese verschiedenen Fensterbereiche. Die habe ich jetzt hier über dieses Link-Symbol verknüpft. Das heißt, wenn ich im einen scrolle, ihr seht hier meine Maus, wenn ich im einen scrolle, scrollt das andere mit. Ich kann diese Verlinkung auch lösen. Dann habe ich zwei unabhängige Fensterbereiche voneinander. Ich habe, das habe ich jetzt für den Anfang ausgeblendet, hier zwei Seitenleisten, eine links und eine rechts. Und hier seht ihr schon, dass ich hier offensichtlich irgendwas offen habe, was Obsidian Help heißt, denn das ist der offizielle Hilfe-Tresor. Also das sind alle im Grunde die Software-Hilfe, was man bekommt, wenn man F1 drückt in den meisten Produkten am Rechner. Und hier habe ich meine Dateiliste. Und diese Datei Markdown, das ist eben genau die, die ich gerade offen habe, auf beiden Fensterbereichen. Und es sind natürlich noch viele andere Dateien hier. Alles, was hier mit einem kleinen Dreieck markiert ist, sind Ordner, die ich aufklappen kann und darin sind dann wieder weitere Dateien. Also dieser Tresor, so nennt sich der Ordner im Grunde in dieser Software, ist jetzt mit Ordnern sortiert und organisiert, die ich auch hier oben neu erzeugen kann und ich kann auch neue Notizen erstellen. Wenn ich eine neue Notiz aufschreibe, dann kann ich zum Beispiel nennen Multimedia-Werkstatt 2021 zum Beispiel und kann dann hier direkt anfangen zu schreiben. Ne? Markdown ist toll. Ich kann die Notiz dann nehmen und per Drag and Drop auch in verschiedene Ordner schieben und fallen lassen, wenn ich das denn möchte, könnte das also so organisieren.
Ich kann aber, und das ist das Schöne, finde ich, an dieser Software, dann diese Notizen auch hin und her organisieren. Das heißt, ich kann die hier oben packen an dem Symbol und zum Beispiel austauschen. Und ihr seht, dann bekomme ich live schon eine Vorschau, wohin mir das Fenster rutscht. Und so kann ich zum Beispiel die Seiten tauschen. Oder ich kann es auch übereinander, untereinander machen. Und ich kann natürlich dann noch viel mehr Notizen öffnen. Die werden meistens in dem Fensterbereich geöffnet, der hier gehighlightet ist, erkennbar an dieser lilanen Linie. Und mit gedrücktem Command- oder Kontrolltaste, also Steuerung unter Windows, kann ich auch eine dritte Datei aufmachen. Oder eben wie eben zweimal dieselbe Datei. Und ich kann mir diese Fensterbereiche frei einteilen, wie ich sie gerne nutzen möchte. Je nachdem, wie ich mit verschiedenen Notizen arbeite, kann ich dann hier mir diejenigen Notizen anzeigen lassen, mit denen oder die gerade für mich relevant sind. Das Schöne ist dann, dass ich diese Notizen auch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, aufeinander zeigen lassen kann, also verlinken kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Markdown-Notiz habe, ich mache nochmal hier die Markdown-Notiz auf der Seite und hier lasse ich einfach das, dann kann ich aus der Multimedia-Werkstatt-Notiz zum Beispiel direkt auf diese Markdown-Notiz verweisen, indem ich einen Link setze. Einen Link setze ich mit den sogenannten Wiki-Links, heißen die, weil die aus diesen Wikis, wie man sie im Netz kennt, eben zum Beispiel der Wikipedia, weil die dort zum ersten Mal benutzt worden sind oder dort sehr prominent geworden sind. Und diese Wiki-Links setze ich mit zwei eckigen Klammern auf und eckigen Klammern zu. Und was mir jetzt Obsidian automatisch macht, es ergänzt die entgegengesetzten Klammern. Das heißt, ich trippe zweimal Klammer auf und Obsidian setzt mir automatisch die Klammer zu. Und hier drin kann ich jetzt einfach den Titel der anderen Notiz schreiben, zum Beispiel die Markdown-Notiz. Und ihr seht schon, Obsidian schlägt mir auch vor, da gibt es eine Notiz, die heißt Markdown. Die kann ich hier direkt auswählen, entweder indem ich jetzt Enter drücke oder mit der Maus oder ich kann auch mit dem Pfeiltasten hier eine andere Notiz auswählen, auf die ich hier verweisen möchte. Ich nehme jetzt mal die Markdown-Notiz, drücke Enter und dann ist das Ding drin. Jetzt habe ich also einen Link gesetzt, den ich hier erstmal gar nicht anklicken kann, weil ich ja im Editiermodus bin. Das heißt, wenn ich in den Vorschau-Modus wechsle, dann ist das auf einmal ein Link, den ich anklicken kann. Und wenn ich mit der Maus rüberfahre, bekomme ich auch schon eine Vorschau dieser anderen Notiz. Und diese Vorschau wird mir nicht nur angezeigt, solange ich mit der Maus drüber bin, sondern ich kann dann auch in diese Vorschau rein und schon dort die Notiz durchlesen. Und wenn jetzt dort eine andere Notiz verwiesen wäre, was in dem Fall, glaube ich, gar nicht ist, dann könnte ich immer weiter solche kleinen Vorschaufensterchen aufmachen und mich so auch ohne eine Notiz wirklich zu öffnen, durchnavigieren und lesen, was da steht. Das ist, glaube ich, dann immer sinnvoll, wenn man mal eben schnell nachschauen möchte, was man denn damals geschrieben hat und dann vielleicht diese 3, 4 Gedanken zurückverfolgen möchte, die man damals schon mal gedacht und aufgeschrieben hat. Also diese Link-Funktion ist, finde ich, das Alleinstellungsmerkmal dieser Software. Beziehungsweise es gibt auch andere Software, die eine ähnliche Funktion hat, aber so wie es hier implementiert ist mit all den anderen Funktionen, ist es, finde ich, sehr wertvoll. Ich kann auch, und das zeige ich jetzt nicht an dieser Notiz, die ich gerade erstellt habe, weil da einfach keine Links drin sind. Ich kann mir in der Notiz, die ich jetzt mal hier ausgewählt habe, das ist die Startnotiz dieses Hilfeordners, wo natürlich ganz viele Links drin sind zu anderen Seiten und Notizen innerhalb dieser Sammlung, kann ich mir über das Kontextmenü hier oben den sogenannten Graphen anzeigen lassen. Entweder den lokalen Graphen oder über die Tastenkombination Command oder Steuerung G den globalen Graphen. Und der Graph ist eine Darstellung aller Notizen in diesem Ordner und ihrer Verbindungen miteinander. Das sieht jetzt hier etwas wild aus, aber ich kann doch sehen, dass zum Beispiel diese Notiz, die Core-Plugins heißt, also die beschreibt, was für Plugins, also Erweiterungen es in dieser Software gibt, mit welchen anderen Notizen die verknüpft ist. Und ich kann dann von diesen anderen Notizen auch wieder hergehen und sagen, okay, ich habe offensichtlich da weitere Notizen. Ne? Und so kann ich das mir darstellen lassen. Jetzt habe ich auf irgendeine geklickt, wie diese Notizen im Netzwerk umeinander ausschauen. Und das halte ich für eine extrem sinnvolle Angelegenheit, wenn, und das ist die einzige Einschränkung bei dieser Funktion, wenn die Notizsammlung insgesamt groß genug ist. Ja, weil ab dann, wenn ich über diese Dateilisten, die sich hier an der Seite sind, vielleicht nicht mehr den nötigen Überblick habe über alle meine Notizen, kann ich in dieser Gesamtübersicht dieses Graphen doch vielleicht bestimmte Cluster ausmachen. Denn
Das ist jetzt hier natürlich am Beispiel der Software-Dokumentation dieses Programms, aber denkbar wäre ja auch, dass zum Beispiel eine Notiz, diese zum Beispiel bezieht sich auf ein Buch, das ich gelesen habe. Und alle verbundenen Notizen sind Gedanken von mir, die sich auf dieses Buch beziehen. Und so entsteht ein Cluster. Und wenn ich mehrere solche Cluster habe, kann ich vielleicht identifizieren, welche Cluster hängen wie miteinander zusammen. Oder wenn ich meine Notizen nach einem halben Jahr nochmal so in dieser Übersicht aufmache, sehe ich auf einmal, da ist irgendwie ein Cluster, ich klicke mal da rein, das ist irgendwas, womit ich schon lange nicht mehr zu tun hatte. Dann kann ich das wieder reaktivieren. Und ich glaube, dass das ja sehr sinnvoll und wichtig ist, um bestehendes Wissen immer weiter mit neuem Wissen zu verknüpfen. Eben weil diese Verknüpfungen tatsächlich sichtbar werden durch diese Verbindungslinien, die ich dann auch hier in der Anzeige, wenn ich möchte, nochmal hervorheben kann oder auch die Knotengrößen hervorheben kann. Und Knoten, die besonders häufig verlinkt sind, erscheinen hier ohnehin größer. Also das ist unheimlich individualisierbar, dieses Werkzeug. Ich kann hier natürlich auch noch filtern. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte nach einem bestimmten Pfad suchen. Pfade beziehen sich auf diese Ordner, die in der Seitenleiste aufgelistet sind. Ich kann nach Dateinamen suchen. Ich kann nach bestimmten Tags suchen, wenn ich sie denn vergeben habe. Und natürlich lassen sich diese Suchparameter, ähnlich wie in Bibliothekskatalogen, auch miteinander verknüpfen durch logische Unds oder Oders oder sogar beides. Dadurch wird dieses Werkzeug unheimlich mächtig, wenn, wie gesagt, wenn, und das ist die einzige Einschränkung, wenn die Notizsammlung groß genug ist. Ja, aber wenn wir planen, und das hatte ich ja vorhin auch gesagt, dass wir unsere Notizen so anlegen, dass ich sie auch in einigen Jahren noch verwenden kann und ich lege jeden Tag, sei es nur 3 oder 4 oder 5 Notizen an, dann habe ich doch nach einem Jahr eine erstaunliche Anzahl an Notizen, die ich irgendwie organisieren muss und handeln möchte. Das kann so weit führen, dass man tatsächlich sich zum Ziel setzt, irgendwie sein Gedächtnis zu externalisieren. Ja, in eine solche Software. Und dann braucht es natürlich eine Software, die zu einem gewissen Grad verlässlich ist und aber auch mit sehr großen Dateimengen, also im Sinne von viele Dateien, eine große Dateianzahl, immer noch performant ist und schnell arbeitet. Denn ich glaube, nichts ist schlimmer, als am Rechner irgendwas anzuklicken und erstmal 3 Sekunden warten zu müssen, bis die kleine Sanduhr sich 5-mal umgedreht hat, zu der sich der Mauscursor dann verwandelt. Und genau da kommt wieder zum Tragen, dass es sich hierbei um Markdown-Dateien handelt, also um Plain Text, um reinen Text. Denn diese Dateien sind ein paar Kilobyte groß, selbst wenn viel Text drin ist. Das heißt, wir reden hier über zwar sehr viele Dateien, die aber alle sehr, sehr klein sind. Und deshalb ist diese große Datenbank an Notizen, was den Speicherbedarf angeht, relativ klein. Das heißt, sie ist sehr mobil, sie lässt sich schnell backuppen, in andere Systeme transferieren und eben auf modernen Systemen auch sehr schnell bearbeiten und durchsuchen. Und das alles, finde ich, trägt dazu bei, dass sich in Obsidian hier ein Tool präsentiert, was sehr wertvoll ist. Ich könnte jetzt noch ganz viele Funktionen zeigen. Diesen Graphen kriegt man auch hier über die Seitenansicht. Es gibt eine Befehlspalette, das sind alles so Funktionen, die man häufig aus der Softwareentwicklung, aus solchen Code-Editoren kennt. Also ich kann über diese Befehlspalette, kann ich ganz viele Befehle aufrufen und kann sie durchsuchen. Also ich kann zum Beispiel bei mir ist es gerade dunkel, das heißt, ich starre hier auf einen hellen Bildschirm, kann jetzt einfach sagen, ich möchte den dunklen Modus anwählen oder auswählen. Dann tippe ich in die Befehlszeile einfach nur ein Dunkel, schon nach ein paar Zeichen schlägt mir die Software vor, welchen Befehl ich nutzen könnte. Mit einem Druck auf Enter wechselt mir die gesamte Benutzeroberfläche in den dunklen Modus. Und genauso geht das natürlich auch mit dem hellen Modus. Und es gibt eine gigantische Anzahl an Funktionen in dieser Software. Das kann man sich gar nicht vorstellen, sondern man muss dann tatsächlich einmal diesen Hilfe-Workspace einmal durcharbeiten. Es lässt sich aber mit diesen paar wenigen Funktionen schon anfangen zu nutzen, die ich euch jetzt gezeigt habe. So viel zu Obsidian. Ihr dürft natürlich parallel das gerne mal nutzen. Und gerade diese Links, glaube ich, erlauben wirklich eine Sichtbarmachung des eigenen Wissensnetzwerks, was man ja doch so nach und nach in seinem eigenen Kopf entwickelt. Und wenn man das sich visualisieren kann, erkennt man vielleicht neue Muster. Ja, und das ist genau das, was wir in der Wissenschaft versuchen, in bestehenden Daten Neues zu erkennen. Wir haben eben Markdown angeschaut, dann haben wir Obsidian angeschaut, das ist eben tatsächlich so der Claim, a second brain for you forever, also ist tatsächlich der Anspruch. Anekdote an der Stelle, die Entwickler sind tatsächlich ein Pärchen und Obsidian ist so ein Kind der Pandemie.
weil die beiden haben wohl vorher für einen anderen Dienst betrieben, der kommerzieller Natur ist, aber auch Notizen im Netz ermöglicht und haben wohl zeitlebens, so ähnlich wie ich offensichtlich, nach dem idealen Tool für Notizen gesucht. Und da sie beide eben Softwareentwickler sind, haben sie natürlich bestimmte Ansprüche gehabt. Daher kommen wahrscheinlich auch viele dieser Anleihen aus diesen IDEs, also aus diesen Softwareentwicklungsumgebungen, wie dass man alles über die Tastatur regelt, dass man alles mit Command in so einer Befehlszeile öffnen kann. Und ja, also man sieht auch zumindest für die Community, die sich mit solchen Tools auseinandersetzt, hat die Pandemie da auch was Gutes gebracht. Warum setze ich jetzt aber auf Obsidian? Und das habe ich hier nochmal zusammengefasst. Ist nämlich der Punkt, Markdown-Editoren gibt es ja wie Sand am Meer. Ne? Also es gibt zum Beispiel Evernote, ist ein bisschen proprietärer, aber es gibt auch Craft.do, ist zurzeit gerade ganz toll im Kommen, sieht wunderschön aus, gar keine Frage. Ist aber eben auch, wenn man es richtig nutzen möchte, kostet das irgendwie 50 Euro im Jahr oder sowas. Und ist halt dann wieder Cloud-basiert. Ich bin bei einem Hersteller in den USA, Datenschutz, können wir drüber sprechen. Gleiches betrifft Notion.so, Logsec.com, Rome Research ist, glaube ich, auch .com. Dann haben natürlich die großen Big-Tech-Unternehmen auch eigene Lösungen. Mit Google Keep, die Notizen-App von Apple. Bei Microsoft gibt es mit OneNote ein entsprechendes Pendant, was sehr, sehr mächtig ist, gar keine Frage. Aber eben genauso proprietär. Wenn man versucht, ein OneNote-Notizbuch so zu exportieren, dass es mit einer anderen Software bearbeiten kann, viel Erfolg. Das würde ich gerne wissen, wie und ob das überhaupt geht. Meine persönliche Meinung zu dem Thema. Aber, und das steht auch auf der Seite von Obsidian, die drei Prinzipien, die dieses Entwicklerpaar verfolgt, ist eben Local First and Plain Text. Also genau das, was ich eben gesagt habe. Auf der eigenen Festplatte, kleine Dateien. Ich selbst habe die Kontrolle darüber. Dann zweitens, Link as a First-Class Citizen. Das heißt, diese Vernetzung zwischen Notizen ist so das oberste Ziel und dem muss sich eigentlich alles unterordnen und damit soll explizit gearbeitet werden. Also das ist das Kernkonzept dieser Software, was es in meinen Augen gerade dann über die visuelle Darstellung auch so wahnsinnig mächtig macht bei großen Notizsammlungen. Und der dritte Punkt, make it super extensible, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber, und das ist, finde ich, extrem bemerkenswert, es gibt für diese Software unheimlich viele Plugins, die aus der Community kommen. Das heißt, es gibt ein Kalender-Plugin, dass ich an der Seitenleiste einen kleinen Kalender eingezeigt bekomme und mit einem Klick auf das jeweilige Datum öffnet sich eine Notiz, die automatisch den Titel bekommt mit dem Datum, mit der Datumsangabe und ich kann so entweder das als Schnellnotizen benutzen, dass ich mir einfach alles da aufschreibe, was an dem Tag passiert ist oder was ich mir festhalten möchte, Stichwort flüchtige Notizen, und kann es dann später überführen in dauerhafte Notizen. Oder ich kann mir meine Markdown-Listen als Kanban-Board anzeigen lassen. Ja, also dann habe ich in der Benutzeroberfläche ein Kanban-Board, wo ich Kärtchen habe, die ich tatsächlich mit der Maus hin und her sortieren kann in verschiedene Spalten. Aber im Hintergrund ist es immer noch eine Markdown-Datei, also Plain Text, die ich natürlich auch auf Textbasisebene bearbeiten und editieren kann. Es gibt auch Plugins, die mir auf eine LaTeX oder BibLaTeX-Datei zugreifen, sodass ich in Obsidian selbst auf meine Literaturdatenbank zurückgreifen kann und automatisch zitieren, also automatisch Zitate erstellen kann, so wie ich es in Word mit EndNote oder mit Citavi oder Zotero kenne. Ja, oder eben, wenn ich mit LaTeX schreibe, tatsächlich auch damit. Aber es ist ein bisschen einfacher. Und diese Liste an Plugins, die geht beinahe endlos weiter. Ähnlich ist es mit der Benutzeroberfläche, wie sie aussieht. Es gibt auch einen Haufen Themes. Also ich kann sagen, hier, dieses Lila gefällt mir nicht. Ich möchte, dass es irgendwie ganz anders ausschaut. Wer sich mit Webentwicklung auskennt, HTML und vielleicht ein bisschen CSS, kann sich sogar selbst relativ einfach Anpassungen schreiben und diese Software genau so gestalten, wie man sie selbst gerne haben möchte. Und das, finde ich, sind alles, also diese drei Prinzipien, finde ich, zeugen davon, dass das wirklich darauf angelegt ist, dieses Projekt irgendwie langfristig der Community dienlich zu sein. Und wenn sich über diese Zusatzdienste dann für das Pärchen auch noch ein bisschen was verdienen lässt, finde ich, ist das auf jeden Fall unterstützenswert. Im Chat gibt es gerade dazu noch zwei Fragen, nämlich ob es einen Webservice gibt. Nein, zumindest weiß ich nicht, was diese letzte Ausbaustufe kann. Vielleicht kann man da inzwischen gemeinsam an derselben Datei arbeiten. Mir ist es aber nicht bekannt und ich habe es noch nicht ausprobiert. Und die zweite Frage, wo man die Plugins installiert, das geht tatsächlich in der App selbst, also in dem Programm. Wenn ich in den System, also in den Einstellungen bin von dem Programm, gibt es einen Reiter mit Core-Plugins. Das sind die Plugins, die vom Entwickler selbst kommen.
und es gibt die Community-Plugins. Und man kann die relativ einfach installieren mit einem Klick und auch mit einem Klick wieder deinstallieren. Und ich habe schon viele Plugins ausprobiert. Ich habe mir noch nie die Datenbank irgendwie zerschossen, weil die Datenbank sind ja im Grunde nur, es ist ja keine Datenbank, es sind ja nur Markdown-Dateien, die auf meiner Festplatte liegen. Also von daher, selbst wenn ich das irgendwie lösche, also wenn ich Obsidian von meinem Betriebssystem lösche, habe ich meine Notizen immer noch. Und da sind dann diese Backlinks immer noch drin, also diese Links in den eckigen Klammern. Ich könnte eigentlich mal hier wieder wechseln. Also da sind diese Backlinks immer noch drin, die eckigen Klammern. Und wenn irgendeine andere Software sich auf diese Syntax versteht, kann ich genau dieselben Daten mit denselben Verlinkungen, mit denselben Schlagworten, mit derselben Struktur in einer anderen Software wieder öffnen. Das heißt, sollte Obsidian irgendwann nicht mehr da sein oder nicht mehr funktionieren, kann ich entweder selbst so eine Software entwickeln, die das liest, wenn ich es denn kann, oder ich hoffe, dass die sehr große Community das für mich übernimmt. Genau, ganz kurz noch einmal der Vollständigkeit halber die vorletzte Folie, weil dazu auch schon Fragen kamen. Es gibt, das habe ich jetzt schon oft genannt, diese offizielle Community auf obsidian.com, .md für Markdown, /community. Dort gibt es ein Forum und es gibt einen Discord-Server. Und auf dem Discord-Server gibt es wahnsinnig viele Channels, sortiert nach Sprachen. Also das Tool wird international genutzt, rauf und runter. Und es gibt auch Themenbereiche. Also für uns relevant vielleicht, Academia ist ein Channel. Da wird sehr viel drüber ausgetauscht, wie genau was jetzt da die nächste Frage ist. Wie man Literaturverwaltung und Zettelkasten mit Obsidian koppelt. Ich habe das mit Zotero gelöst. Ist schon eine Weile her. Es gab seitdem ein paar Updates, insbesondere bei Zotero, weil Zotero jetzt auch eine mobile App hat. Deshalb bin ich da noch ein bisschen am Sortieren, wie ich das hinkriege. Aber das ist so das eine. Und man kriegt dort tatsächlich Hilfe. Die Community ist, so wie ich sie erlebe, wahnsinnig hilfsbereit und aufgeschlossen gegenüber neuen Mitgliedern. Es gibt, wie ich finde, einen sehr guten YouTube-Kanal, der heißt Linking Your Thinking. Der Urheber heißt Nick Milo, ist oder war zumindest hauptberuflich Videoschnitt-Editor. Weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch bezeichnet. Also Video-Editor ist die Berufsbezeichnung im Englischen. Kommt also aus einer ganz anderen Ecke, hat aber für sich dann so nach und nach entdeckt, dass man doch damit ganz gut arbeiten kann und bietet auch, zwar sehr teuer, aber Kurse über Obsidian an. Also wer das unbedingt haben möchte, kann sich auch dort schlau machen. Was ich auf dem YouTube-Kanal sehr empfehlenswert finde, sind die sehr ausführlichen Interviews mit Personen, die Obsidian nutzen. Da sind auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, die teilweise sehr, sehr ausgefeilte Workflows haben und da wirklich fast 2 Stunden drüber sprechen und präsentieren, wie sie das machen und auf Fragen eingehen aus der Community und so weiter. Also wer sich da wirklich reinknien möchte, ist dort gut aufgehoben. Und zu guter Letzt gibt es einen Blog, auf dem die Entwicklung in der Community so ein bisschen beobachtet wird, in Anführungszeichen. Das ist das Obsidian Roundup, kann man, glaube ich, auch als E-Mail-Newsletter bestellen. Da gibt es dann in regelmäßigen Abständen einfach so ein bisschen News, was sich an Plugins getan hat, ob es neue Plugins gibt. Das betreibt, glaube ich, eine junge Dame, die einfach die Community im Blick behält. Keine Ahnung, wie sie das macht, weil da passiert so viel. Also das, in meinen Augen ist das fast ein Fulltime-Job. Aber das ist ein großartiger Community-Service, den man dort erhält. Okay, so viel zu Obsidian. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, was ich heute hier insgesamt gesagt habe, dann ist das, Notizen sind das A und O der Wissensarbeit, meiner Meinung nach. Bislang schenken wir Notizen, insbesondere digitalen Notizen, explizit viel zu wenig Beachtung in der Ausbildung hin zum fertigen Wissenschaftler, wenn man dann irgendwann fertig ist. Ich finde, dass man Notizen sehr wohl als Forschungsdaten ansehen kann. Und wenn man sie dann so betrachtet, müssen sie, finde ich, auch nachhaltig nutzbar gemacht werden. Und ein nachhaltig nutzbares Notizsystem ist mit einfachen Mitteln umzusetzen. Ich brauche im Grunde nur Markdown-Dateien und eine Software, die mir die interpretiert. Und davon gibt es, wie gesagt, mehr als genug. Eine habe ich euch heute vorgestellt, die ich besonders potent halte. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht so ein bisschen der Wermutstropfen heute, sind solche Notizsysteme natürlich hochgradig individuell. Was für mich funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig für euch und umgekehrt. Und darum hatte ich ganz zu Beginn gefragt, aus was für Disziplinen ihr denn alle kommt und wie lange ihr vielleicht da schon seid. Denn alles das beinhaltet ja gewisse Erfahrungswerte, mit denen man in so ein Notizsystem reingeht oder in die Entwicklung eines solchen Notizsystems. Das ist eben
absolut verschieden. Deshalb halte ich solche Austauschformate wie jetzt diese Multimedia-Werkstatt mit verschiedenen Reflexionsphasen oder Arbeitsphasen für extrem wertvoll. Eben weil wir diesem Thema, wie ich finde, viel zu wenig Raum einräumen oder zugestehen, um darüber zu sprechen. Wenn, und jetzt bin ich wieder am Anfang der Liste, wenn wir denn tatsächlich Notizen als das A und O unserer eigentlichen Arbeit ansehen. Das heißt, alles zusammengefasst, konnte ich mit diesem Workshop bestenfalls euch eine Tür zeigen, aber durchgehen müsst ihr am Ende selber.